Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zum Thema, wie finde ich die richtige Weiterbildung. Der Bildungsbereich, der hat ja in den letzten paar Monaten eine wahre digitale Revolution erlebt. Also im letzten Frühjahr, als der Lockdown war, mussten Hunderte von Schulen, mussten ihre Referenten, Referentinnen umschulen auf Videokonferenzsoftware, Webinarsoftware. Und das war natürlich eine riesige Übung. Und viele Dozierende hatten natürlich dann noch ein bisschen die Herausforderung, dass jede Schule noch so die eigene Software hatte. Also ich selber bin ja auch in dieser Situation und ich habe jetzt mittlerweile 5 verschiedene Videokonferenzsoftwaren gelernt. Aber ich glaube, auch das gehört zur digitalen Welt heute dazu, dass man die Bereitschaft hat, eben sich eben diese Software zu lernen und so weiter und so fort. Also ich möchte hier mich nicht beklagen, weil der große Vorteil ist ja, dass ja 70% der Software jeweils in etwa gleich ist, aber leider dann 30% nicht. Und von daher musste man das eine oder andere dazulernen. Gut, das mal zur Situation. Vielleicht noch eine Bemerkung. Viele Schulen haben ja diese Hürde geschafft. Viele Dozierende sind jetzt geschult in dieser Software. Und das ist mal der eine Punkt, die Technik zu beherrschen. Und auf der anderen Seite wird dann noch die noch größere Herausforderung sein, jetzt im Herbst und im Winter, wo jetzt alles wieder auf online zurückgegangen ist, die Didaktik. Also wie kann ich meine Zuhörer und Zuhörerinnen beziehungsweise Teilnehmende bei der Stange behalten. Wenn das so kurze Sequenzen sind wie jetzt diese hier, dann ist das an und für sich kein Problem. Wenn es aber ein ganzes Tagesseminar ist, dann wird das dann schon ein bisschen schwieriger. Da muss man dann schon mehr Unterbrechungen, lebendige Inhalte, wie zum Beispiel direkte Fragen stellen, zum Beispiel Gruppenarbeiten machen, zum Beispiel Games einsetzen, haben wir auch schon gemacht, Online-Quizzes zum Beispiel. Also da muss man mehr machen jetzt und ich glaube auch, dass die Anforderungen diesbezüglich auch steigen werden. Gut, das mal so als Input. Ich werde mal die Präsentation aktivieren. So. Und werde gleich direkt zu den Themen kommen. Die Themen sind zuerst mal eine Übersicht, die richtige Weiterbildung finden, dann die eigene Leidenschaft finden, das ist der erste Punkt. Ich muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Situationen im Bildungsbereich. Die eine Situation ist, ich möchte mich grundsätzlich weiterentwickeln oder vielleicht sogar neu orientieren. Das ist so ein größeres Projekt. Oder aber ich möchte einfach meine Fähigkeiten, die ich schon habe, mittels 1 bis 2-tägigen Kurs vertiefen. Das ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Und da muss ich ja nicht jedes Mal bei der Leidenschaft beginnen. Aber wenn ich natürlich da ein größeres Projekt habe, berufliche Weiterentwicklung oder Neuorientierung, dann spielt das natürlich eine große Rolle, je nachdem. Der dritte Punkt ist berufliche Ziele setzen. Und dann etwas, das immer wieder vergessen wird, ist den Arbeitsmarkt kennen. Das wird immer so ein bisschen ausgelassen. Dabei sagt mir ja unter anderem der Arbeitsmarkt, was für Fähigkeiten ich haben sollte in meinem Bereich. Und da hier mal eine Auswertung zu machen, das habe ich jetzt gemacht innerhalb dieser Präsentation, ist wirklich sehr, sehr wertvoll, um die richtige Weiterbildung zu finden. Und beim letzten Punkt geht es darum, aufgrund der persönlichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel bestehende Aus- und Weiterbildung, aber auch Berufserfahrung und natürlich auch Bedürfnisse, die man hat, die richtige Option bezüglich der Weiterbildung zu finden. Hier haben wir die wichtigsten Schritte, um die richtige Weiterbildung zu finden. Wie gesagt, also wenn ich einfach meine Kompetenzen punktuell verbessern möchte, dann muss ich natürlich nicht diesen ganzen Prozess durchlaufen. Wenn es aber eine Weiterbildung ist oder berufliche Neuorientierung, dann macht das durchaus Sinn. Das sind eigentlich die Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe. Die eigene Leidenschaft finden. Ich gehe noch im Detail darauf ein. Berufliche Ziele setzen, den Arbeitsmarkt kennen und dann aufgrund der Bedürfnisse und persönlichen Voraussetzungen die richtige Weiterbildung finden. Jetzt kommen wir zum Thema, die eigene Leidenschaft finden. Es ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Es ist eine Arbeit, die einem selber betrifft und das macht häufig
macht das den Leuten zu schaffen, wenn sie sich mit sich selber beschäftigen müssen, was will ich überhaupt, in welche Richtung möchte ich mich bewegen und so weiter. Man ist immer ein bisschen fokussiert auf das Umfeld und dort kann man dann sehr gute Tipps und so weiter geben. Aber wenn es dann einen selber betrifft, dann ist man dann häufig ratlos und weiß nicht, wo man überhaupt anfangen soll. Und das ist auch tatsächlich ein sehr schwerwiegender Entscheid, je nachdem. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt 40 von mir aus und ich möchte jetzt noch einen neuen Weg beschreiten, dass das dann in Stein gemeißelt ist, dass ich diesen Weg dann auch gehen muss. Ich kann das auch wieder korrigieren. Also ich glaube, diese Flexibilität haben wir in der Schweiz sowieso mit dem eines der besten Bildungssysteme der Welt, mit der ganzen Durchlässigkeit etc. Also da hat man immer wieder Möglichkeiten, auch neue Wege zu beschreiten. Gut, eine Frage ist, bin ich mit der aktuellen beruflichen Situation grundsätzlich zufrieden? Also das heißt nicht, dass es jedes Mal, dass ich da jubelnd jeden Montagmorgen ins Geschäft renne und das ist nicht gemeint, sondern bin ich grundsätzlich zufrieden, sehe ich einen Sinn hinter meiner Arbeit, man findet ja immer wieder 3, 4, 5 Punkte, die man vielleicht verbessern möchte, aber ich bin grundsätzlich zufrieden, dann ist ja das schon mal gut soweit. Ja? Falls nein, woran liegt es? Also liegt es am Beruf? Und wenn es am Beruf liegt, dann sprechen wir schon von einer allenfalls beruflichen Neuorientierung und das ist dann schon wieder ein größeres Projekt. Ja. Geht es aber um Details, die hier unten angesiedelt sind, Position, Aufgaben, Lohn, Vorgesetzte, Unternehmen und Branche, das lässt sich relativ jetzt im Vergleich zum Beruf einfach korrigieren und mit internen Verhandlungen vielleicht oder eben auch mit einem neuen Job. Aber wenn es natürlich um den Beruf geht, dann spricht man dann von einer ziemlich grundlegenden Veränderung, die unter Umständen ansteht. Wichtig zu wissen, eine berufliche Neuorientierung ist nur dann ein Thema für eine Bildungsberatung. Wir haben ja 3 Personen bei uns, bei ausbildung-weiterbildung.ch, die sich mit Bildungsberatung beschäftigen. Und das ist vielleicht etwas, das viele bildungsinteressierte Personen ein bisschen verwechseln. Sie kommen oft mit solchen, die persönliche Leidenschaft finden, die eigene Berufung finden, kommen sie auf uns zu. Und da muss ich ganz klar sagen, ist nicht unsere Kernkompetenz. Also das muss ich einfach in aller Deutlichkeit sagen, das ist ein längerer Prozess und da gibt es Fachleute, die das besser können als wir. Wir sind dafür zuständig, wenn jemand sagt, ich möchte mich im Marketing weiterbilden, vielleicht auch noch in einem sehr verwandten Bereich, wie zum Beispiel Verkauf, welche Weiterbildung ist für mich die richtige? Das können wir sehr gut. Aufgrund der persönlichen Voraussetzungen, der bildungsinteressierten Person, aufgrund von Bedürfnissen, dort können wir sehr gut Unterstützung bieten. Aber bei der Leidenschaft finden oder auch Berufung finden, sagt man ja auch, da gibt es eben Fachleute wie zum Beispiel Berufungscoaches, Laufbahnberater und so weiter. Selbstverständlich gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, über Literatur, Selbsttests und so weiter. Und wir machen das auch so in der Praxis, das heißt, wenn jemand mit seinem Thema kommt und sagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen will oder ich möchte etwas Sinnvolles machen, etwas Kreatives und etwas mit Menschen und etwas mit Tieren, dann müssen wir ganz klar die Leute hier zu diesen Profis weiterleiten. Die haben wir bei uns auf der Plattform ja auch aufgeschaltet. Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, eine persönliche Leidenschaft oder Berufung muss ja gar nicht zwingend im Job ausgelebt werden. Ist natürlich schön, wenn das so wäre, aber man kann das natürlich auch nebenberuflich beziehungsweise in der Freizeit ausleben. Also von daher heißt das noch lange nicht, dass man deswegen unglücklich ist. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Was auch noch möglich ist natürlich, dass ich vielleicht so eine Idee, die ich habe, eine Berufung, ein Talent, das ich habe, dass ich das in der Freizeit ausübe und vielleicht ausbaue zu einer nebenberuflichen Selbstständigkeit oder vielleicht sogar später zu einer vollzeitlichen Selbstständigkeit wäre auch eine Möglichkeit. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Da geht es darum, berufliche Ziele zu setzen. Also das heißt, bei der eigenen Leidenschaft, da geht es mal darum, die allgemeine Himmelsrichtung zu finden. In welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln? Also geht es jetzt in Richtung Soziales, in Richtung Pflege, Alternativmedizin, Beauty-Bereich oder was ist eigentlich
die grundsätzliche Ausrichtung, sage ich jetzt mal. Bei den beruflichen Zielen, da wird es ein bisschen konkreter. Da geht es darum, wenn es jetzt um ein berufliches Thema ist, in welcher Funktion möchte ich arbeiten, also zum Beispiel Produktionsleiter oder Verkaufsleiter oder sowas. Welche Aufgaben sollte ich dort ausüben oder möchte ich dort ausüben? Ist natürlich nicht immer ein Wunschkonzert, das ist ja auch klar. Aber trotzdem, gewisse Dinge kann ich natürlich auch beeinflussen. Welche Position strebe ich an? In welcher Art von Unternehmen möchte ich arbeiten? Und welche Branchen kommen in Frage? Auch diese Fragen zu beantworten, hilft enorm bei der Wahl der richtigen Weiterbildung. Also vielleicht nur ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, welche Position strebe ich an und ich sage, ich möchte eine Führungsposition haben, dann wird das unter Umständen ziemlich sicher ein anderer Lehrgang sein, als wenn ich sage, ich möchte irgendwo als Fachspezialist arbeiten. Dann etwas, das ich, wie schon erwähnt, immer wieder so ein bisschen ausgelassen wird, ist der Arbeitsmarkt. Dabei ist ja der Arbeitsmarkt, ist ja der Markt, der bestimmt, was für Fähigkeiten, dass ich haben sollte. Und von daher ist natürlich sehr wichtig, dass ich diesen Arbeitsmarkt regelmäßig anschaue und nicht nur einfach die ausgeschriebenen Stellen anschaue, sondern vielleicht sogar einen Schritt weitergehe und sogar eine kleine Auswertung mache. Ich habe das mal gemacht und zwar habe ich mal am Beispiel von jobs.ch bin ich einfach mal so 30 Stellenausschreibungen durchgegangen und habe mal geschaut unter Aufgaben, was wird denn eigentlich verlangt? Was wird von jemandem verlangt, der jetzt zum Beispiel im digitalen Marketing, Digital Marketing tätig sein möchte? Das ist noch eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Schritt weitergehe, dann habe ich jetzt diese 30 Stellenausschreibungen unter Aufgaben, habe ich mal geschaut, was da so verlangt wird. Und interessanterweise Content Marketing, Storytelling, 16 von 30 Stellenausschreibungen wird das verlangt. Also inhaltsbasiertes Marketing, attraktive Inhalte gestalten und kommunizieren oder eben auch Storytelling-Geschichten erzählen, wie Erfolgsstories oder Erfahrungsberichte, das ist hier gemeint. Aber schon noch spannend. Und wenn ich natürlich sehe, dass 16 bei 16 ausgeschriebenen Stellen das verlangt wird, Website-Management bei 13 und so weiter, Online-Strategien, Social Media, E-Commerce etc., dann wäre es ja wichtig, wenn ich einen Lehrgang wähle im Bereich digitales Marketing, dass diese Themen abgedeckt sind. Ja? Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Vielleicht hat man einen Lehrgang, wo man vielleicht nur oder einen großen Teil hier abdeckt und vielleicht habe ich hier noch einen zusätzlichen Lehrgang. Aber grundsätzlich ist ja das der Markt, auf den ich mich grundsätzlich ausrichten muss. Und eine solche Auswertung kann natürlich dann schnell mal so 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen, aber das würde ich machen, das bin ich absolut überzeugt, dass sich das lohnt. Dann ein weiteres Tool, auch wieder ein digitales natürlich, hier haben wir das Thema Google Trends. Und bei Google Trends kann ich schauen, bis 2004 zurück, wie sich ein Thema, und zwar auf der Basis der Abfragen bei Google entwickelt hat. Und das möchte ich gerne kurz live zeigen und gehe da mal in die Desktop-Freigabe. So. Dann sollten Sie das hier sehen. Ich habe jetzt hier mal die digitale Transformation und Digital Marketing verglichen miteinander. Ich könnte jetzt noch ein weiteres Thema hinzufügen, das jetzt gerade im digitalen Marketing im Trend ist. TikTok, das ist eine neue Social Media Plattform. Und hier sieht man, offenbar ist noch interessant, hier 2009 hat das schon mal so einen Peak. Ich weiß nicht, was das genau ist. Das könnte natürlich ein Produkt sein, das vielleicht mit dieser Social-Media-Plattform gar nichts zu tun hat. Aber hier sehen wir natürlich sehr, sehr deutlich, wie sich der Trend jetzt hier entwickelt hat in den letzten, vielleicht, was haben wir hier, August 2019, so zwischen 2018 und jetzt ist diese Plattform erst so richtig, hat den Durchbruch geschafft. Also man kann verschiedene Themen
die wichtig sind in der eigenen Branche, dort, wo ich tätig bin oder dort, wo ich tätig sein möchte, kann man mal anschauen und kann man vergleichen miteinander und schauen, wie ist denn der Trend, wie sieht das aus, Trendthemen, und dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch potenzielle Arbeitgeber sich mit diesem Thema beschäftigen und dass das unter Umständen dann bei einem Bewerbungsgespräch ein Thema sein könnte. Ein weiteres Tool, das ich jetzt hier vorstellen möchte, das ist Google Keyword Planner. Also hier habe ich einen Index, also einfach die höchste Abfragezahl, die wir hier hatten. Das ist hier im April 2020. Immer die höchste Zahl ist 100 und dann wird das heruntergerechnet. Das ist also ein Index. Das sind nicht Zahlen, die ich jetzt da im Detail, also detaillierte Abfragezahlen. Häufig hat es jetzt hier genau ähnliche Suchabfragen. Also man hat dann hier sogar noch Beispiele beziehungsweise Vorschläge von Google, welche Themen ebenfalls im Trend sein könnten. Gut, aber ich gehe jetzt einmal zum sogenannten Keyword Planner, weil dort sehe ich im Gegensatz zu Google Trends, wie oft etwas tatsächlich pro Monat bei google.ch abgefragt wird. Hier haben wir ein Google Ads Konto, das ist jetzt unser Konto. Da geht es darum, die Google Werbung zu verwalten. Also das sind die Google Werbung, die im oberen Feld des Suchergebnisses erscheinen, steht jeweils Anzeige dort schwarz und dann sieht man, dass das bezahlte Anzeigen sind. Einfach so zur Info. Und was ich aber zeigen möchte, ist hier, wir haben also hier Tools und Einstellungen, also ein Werkzeugsymbol. Da klicke ich mal drauf, gehe hier auf Planung. Dann, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, wie gesagt, der sogenannte Keyword Planner. Ohne den könnten wir gar nicht arbeiten, weil wir müssen uns ja immer darauf ausrichten, was auch tatsächlich die bildungsinteressierten Personen interessiert. Gehe jetzt mal hier drauf. Ich gebe jetzt mal ein digitale Transformation. So, und sehe hier, wie oft dieses Thema abgefragt wird. Das ist jetzt also in diesem Fall 1900 Abfragen pro Monat, nur zum Thema digitale Transformation. Und hier unten habe ich noch weitere Vorschläge, also themenverwandte Suchbegriffe, wo ich sehe, wie oft dass diese Themen abgefragt werden. Finde ich ebenfalls natürlich ein sehr, sehr spannendes Tool, um den Arbeitsmarkt abzuklären. Gut. Gehe wieder zurück zur Präsentation. Genau. Eine weitere Möglichkeit, um sich Gedanken zu machen, welche Themen eine Weiterbildung haben sollte, ist der Ausblick auf die nächsten 3 bis 5 Jahre. Und da sind wir beim Thema Future Skills. Also das heißt, welche Fähigkeiten werden nicht nur aktuell abgefragt, sondern welche Fähigkeiten werden mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 3 bis 5 Jahren abgefragt. Und da gibt es verschiedenste Studien dazu, zum Beispiel McKinsey und andere machen da Studien dafür, und das läuft dann unter dem Titel so, Future Skills. Also ich kann hier mal ein paar Beispiele machen. Ich habe einen Ratgeber geschrieben zu diesem Thema und auch zum Thema die richtige Weiterbildung finden. Also auch diese Ratgeber erhalten Sie dann zusammen mit der Präsentation zugeschickt. Also wir sind beim Thema Future Skills und ich mache hier ein paar Beispiele. Da geht es zum Beispiel um technologische Skills, wie zum Beispiel komplexe Datenanalysen, Robotikentwicklung, Webentwicklung, Konzeption und Administration vernetzter IT-Systeme, das ist so diese technologische Schiene. Dann haben wir aber auch die digitalen Schlüsselqualifikationen. Das beginnt ganz banal mit grundlegende digitale Skills, wie gängige Software beherrschen. Dazu gehört natürlich eben auch diese Flexibilität, immer wieder ein neues Tool zu lernen, was wir jetzt in den letzten paar Monaten erlebt haben zum Thema Videokonferenzen und Webinare. Was steht da noch? Da steht noch Interaktion über verschiedene Online-Kanäle. Das
ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Kollaboration, Zusammenarbeit mit virtuellen Teams, agiles Arbeiten, digitales Lernen, das sind so digitale Schlüsselqualifikationen. Und dann gibt es aber auch diese sogenannten Soft Skills, also nicht digitale Schlüsselqualifikationen, wie zum Beispiel Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Selbstmanagement und so weiter. Also das sind so Fähigkeiten, die meistens werden diese Umfragen ja gemacht mit Hunderten oder Tausenden von Führungskräften und Personalverantwortlichen, und die geben dann an oder die haben dann die Möglichkeit, aufgrund dieser Umfragen anzugeben, welche Fähigkeiten aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren eine zunehmende Bedeutung gewinnen werden. Selbstverständlich gibt es ja noch andere Quellen, um solche Trends zu eruieren. Ich denke, alle, die irgendwo in einer Branche arbeiten, haben irgendwelche Newsletter, haben irgendwelche Studien von Verbänden, vom Staat etc., die ebenfalls in Richtung Future Skills gehen. Und dort würde es sicher Sinn machen, einmal diese Studien anzuschauen und solche Trendthemen mal herauszuschreiben und aufzulisten. Und hier ist eben dieser Ratgeber, den Sie ebenfalls per Mail zugesandt erhalten. Das ist einfach eine Zusammenfassung mehr oder weniger der wichtigsten Studien zum Thema Future Skills. Gut, jetzt haben wir also Folgendes gemacht. Wir haben die eigene Leidenschaft angeschaut, wir haben berufliche Ziele angeschaut und den Arbeitsmarkt. Und jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu, an und für sich sind es sogar zwei, nämlich die persönlichen Bedürfnisse und eben auch die persönlichen Voraussetzungen. Und wenn ich das jetzt noch hinzufüge, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich die richtige Weiterbildung finde. Bei den Bedürfnissen habe ich so drei Cluster gemacht. Also der eine Cluster ist Karriere machen, das wäre eigentlich der Titel. Da geht es um einen besseren Job zu erhalten, mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt und um das Thema Lohn, also einen höheren Lohn erhalten. Das war die eine Geschichte. Dann der zweite Cluster, da geht es, wie gesagt, um Kompetenzen erweitern. Das kann im größeren Rahmen sein oder eben im kleinen Rahmen, was ich schon mal erwähnt habe, zum Beispiel ein Zweitageskurs, Update für eine Software zum Beispiel. Und natürlich das Thema berufliche Neuorientierung ist ein weiterer Cluster. Und zusammen mit den Bedürfnissen und den persönlichen Voraussetzungen und den Hausaufgaben, die ich hier oben gemacht habe, sollte es dann relativ einfach sein, die richtige Weiterbildung zu finden. Kommen wir zum ersten Cluster, also Bedürfnisse zum Thema Karriere machen. Und hier geht es darum, aufgrund der persönlichen Voraussetzungen den nächsthöheren oder den höchstmöglichen Abschluss mit nationaler, also staatlicher oder internationaler Anerkennung zu absolvieren. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich bin vielleicht im HR tätig, also Personalmanagement, und ich mache zum Beispiel einen Lehrgang Personalassistentin, dann wäre dann der nächste logische Schritt, wäre eben die HR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis. Das heißt, man sieht auch sehr, 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 sehr schön, wenn man auf das Thema Karriere schaut, auf das Thema einen besseren Job zu erhalten, mehr Lohn zu erhalten. Das sieht man bei verschiedenen Lohnstudien, ein weiteres ganz spannendes Instrument, dass man dort, wenn man eidgenössisch anerkannte Abschlüsse macht oder sogar Abschlüsse von Hochschulen, die über das sogenannte ECTS-Punktesystem, das die Leistung, die Arbeitsleistung ja widerspiegelt, wenn man solche Lehrgänge absolviert, dann verdient man im Vergleich zu anderen Lehrgängen am meisten. Ja. Also wie gesagt, den nächsthöheren oder den höchstmöglichen Abschluss aufgrund der persönlichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel bestehende Aus- und Weiterbildung und Berufserfahrung. Ich habe hier noch den Verkaufsleiter hinzugefügt. Wir haben ja das eidgenössische Fachausweis, also eigentlich die erste Stufe in der höheren Berufsbildung, und das wäre dann so die zweite Stufe, der Verkaufsleiter mit einem eidgenössischen Diplom, beides national anerkannt, und dann natürlich auch die zu erwähnen, die Abschlüsse von Hochschulen, wie zum Beispiel Bachelor, Master, aber auch der
Weiterbildungsbereich wie CAS, halbjähriger Lehrgang, DAS, einjähriger Lehrgang, MAS, anderthalbjähriger Lehrgang und MBA und EMBA, genau. Kommen wir zum zweiten Cluster. Hier geht es darum, Kompetenzen zu erweitern, spezifisches Fach- und Praxiswissen zu erhalten. Und das ist jetzt genau, was ich vorhin gesagt habe. Hier kann man selbstverständlich auch national anerkannte Lehrgänge machen. Also steht ja überhaupt nichts im Wege, wenn man die Voraussetzungen dafür erfüllt. Aber hier kommen eben auch diese Vielzahl an Kursen zum Zug, die wirklich auch ihre Berechtigung haben, absolut. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in der Informatik tätig bin oder sowas und ich mache jetzt eine Microsoft-Zertifizierung, die dauert vielleicht 2 Tage, vielleicht 6 Tage, dann ist das absolut gerechtfertigt, wenn das für meinen Job wichtig ist. Und da muss ich nicht jedes Mal einen nationalen oder international anerkannten Lehrgang machen. Also wie gesagt, diese sogenannten Lehrgänge mit Schulzertifikaten oder Zertifikaten von Unternehmen haben je nach Bedürfnisse, und wenn die Bedürfnisse in diese Richtung hier gehen, sehr, sehr große Berechtigung. Kommen wir zum letzten Cluster, berufliche Neuorientierung. Und hier ist das Feld natürlich sehr, sehr breit. Warum? Weil wenn ich mich beruflich neu orientieren möchte in einen neuen Beruf, und da kommt es auch natürlich wieder auf die persönlichen Voraussetzungen drauf an, gibt es natürlich die verschiedensten Wege. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Weg aufgezeichnet, der das exemplarisch zeigt. Also hier kann auch das Thema Praktikum ein Thema sein, eine Berufslehre nochmals, ein Einführungskurs, Lehrgänge mit nationaler oder internationaler Anerkennung. Also hier ist eigentlich das Feld am breitesten, was die verschiedenen Aus- und Weiterbildungen betrifft. Hier das Beispiel, wir haben Mitarbeiter, arbeitet im Rechnungswesen und möchte Sozialpädagoge werden. Und der braucht zuerst mal einen Praktikumsplatz, wo er mit ein paar Monate ein Praktikum absolviert in einer sozialen Institution. Und danach kann er dann mit dem 3-jährigen Lehrgang Sozialpädagoge, welcher auf der Stufe höhere Fachschule abschließt, also ein eidgenössisch anerkanntes Diplom, kann er dann beginnen. Die Konsequenzen sind natürlich klar. Wir haben da mit Lohneinbußen zum Teil bis zu über 50%, muss man hier rechnen. Aber wie gesagt, ich sage immer, Erfolg ist Zufriedenheit. Und solange ich leben kann mit dem und auch bereit bin, hier Einschränkungen zu machen und dafür zufriedener bin, dann sollte die Rechnung meistens aufgehen. Auch hier wieder der Ratgeber, den möchte ich noch kurz erwähnen. Wir haben auf der einen Seite ist hier das beschrieben, was ich jetzt gerade erzählt habe, einfach noch vertiefter. Es werden dann auch diese Berufscoaches und Laufbahnberatungen vorgestellt. Dann, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, wir haben dort das Schweizer Bildungssystem abgebildet und vor allem den Tertiärbereich, also den Bereich berufliche Weiterbildung haben wir dort beschrieben. Zum Beispiel eben, was ist ein eidgenössischer Fachausweis? Was ist der Unterschied zwischen einer höheren Fachschule und einer Fachhochschule und solche Dinge? Also das kann ich Ihnen empfehlen, wird Ihnen ebenfalls zugeschickt zusammen mit der Präsentation. Genau, die Ratgeber werden Ihnen zugeschickt, Sie können es aber natürlich auch hier herunterladen. Und vielleicht noch unser Angebot, das wir haben. Wir haben 2 Arten von Bildungsberatung. Also das heißt, die eine Art ist ein Chat und der ist gedacht für kleine Anfragen. Also zum Beispiel, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um den Lehrgang XY zu absolvieren? Also eine ganz klare Frage und das kann man dann beim Chat, der ist bei uns auf ausbildung-weiterbildung.ch ist der drauf. Immer auf jeder Seite unten rechts können Sie anklicken und können diese kleinen Fragen, sag ich mal, eingeben. Dann haben wir eine zweite Bildungsberatung. Und diese Bildungsberatung, die geht tiefer. Also das heißt, dort werden zuerst 15 bis 20 Fragen ausgefüllt von den bildungsinteressierten Personen. Und
dann geht es zu uns und wir werden dann aufgrund der Situation, der Bedürfnisse, persönlichen Voraussetzungen, werden wir uns da beschäftigen mit den bildungsinteressierten Personen und werden dann einen telefonischen Besprechungstermin vereinbaren. Das Ganze kann also schnell 2 bis 3 Stunden gehen, ist also eine sehr aufwendige Geschichte. Wenn jemand bei uns eine Anfrage gemacht hat für Kursunterlagen bei einer Schule, dann ist das kostenlos. Und ich habe jetzt hier aber eine spezielle Aktion, das heißt also für alle, die jetzt hier in diesem hier dabei sind, die können, ohne dass sie jetzt was bestellen müssen, Kursunterlagen und so weiter, hier sich anmelden für eine Bildungsberatung und einfach im Bemerkungsfeld Digitaltagebeobachter eingeben und so ist das dann kostenlos, sonst würde das 150 Franken kosten. Gut, das wäre mal soweit von meiner Seite. Dann sind noch Fragen. Was ich hier dazu sagen möchte, was ich jetzt innerhalb von diesen 10 Minuten natürlich jetzt nicht beantworten kann, ist eine individuelle Bildungsberatung im Sinn von, ich habe eine Lehre gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht und jetzt möchte ich wissen, welcher Lehrgang das jetzt für mich in Frage kommt, das würde das Ganze ein bisschen sprengen, sondern wirklich nur Fragen, wo es darum geht, wie finde ich meine richtige Weiterbildung. Das können auch Erfahrungen sein. Vielleicht hat jemand von Ihnen Erfahrungen gemacht, gute oder schlechte Erfahrungen mit einer sogenannten richtigen Weiterbildung oder vielleicht eben nicht unbedingt richtigen Weiterbildung. Also solche Fragen nehme ich sehr, sehr gerne entgegen. Ich kann jetzt einfach nicht eine individuelle Bildungsberatung machen. Das können Sie, wie gesagt, machen, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Für alle, die jetzt vielleicht mit einem Cluster Karriere sind, interessanterer Job erhalten, mehr Lohn erhalten und so weiter, habe ich noch eine ganz spannende Auswertung. Also der Tipp ist eigentlich, geht in diese Richtung. Ich kann bei lohnrechner.ch oder eben auch bei Salarium, das ist ja der Lohnrechner vom Bund, kann ich ja verschiedene Dinge wie zum Beispiel, wie alt bin ich, in welcher Branche arbeite ich, was habe ich bis jetzt für eine Aus- und Weiterbildung gemacht und so weiter. Das kann ich alles einstellen und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich stelle jetzt meine aktuelle Situation ein und dann gebe ich aber den nächsthöheren Bildungsabschluss ein. Ja? Und schau mal, wie sich die Lohnsituation ändert. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich kann, Herr Ruchti, darf ich schnell die Bildschirmfreigabe? Selbstverständlich. Gut, danke. Und zwar hier haben wir Dutzende von solchen Beispielen zusammengefasst. Hier unter Bildungshilfe. Genau. Und hier unten Lohnerhöhung und Bildungsrenditen dank Aus- und Weiterbildung. Wenn Sie hier drauf gehen, haben Sie hier eine riesen Anzahl von Möglichkeiten. Also ich mache jetzt mal vielleicht den Betriebswirtschafter HF zum Beispiel. Also die Liste ist gewaltig, also fast zu allen formalen, vor allem Weiterbildungen, die reglementiert sind, haben wir solche Beispiele gemacht. Das sieht dann so aus. Hier ist nochmal beschrieben, wie man das machen soll, eben diese Einstellungen. Und hier haben wir ein Beispiel, Betriebswirtschafter, genau, der hat auch, wenn der anfangs Mitte 20 ist und diesen Lehrgang absolviert, Betriebswirtschaftler HF, dann kann er mit 500.000 Franken mehr Lohn rechnen, oder Sie natürlich, bis zum Ende der Lebensarbeitszeit. Und wenn Sie wissen möchten, wie das zustande kommt, dann ist es hier unten im Detail beschrieben. Ja. Und das sind nicht Zahlen von uns, sondern das sind Zahlen vom Bund, also von Salarium, und hier können Sie sehen, wie hoch das diese Lohnerhöhungen sind. Natürlich muss ich dazu sagen, es kommt immer auf die Situation drauf an. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Hier ist die Corona-Zeit natürlich nicht inkludiert. Das ist mal das eine. Und das andere, was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass ab und zu natürlich dann oder vielleicht sogar häufig ein Stellenwechsel notwendig ist, dass man diese Lohnerhöhung auch tatsächlich kriegt. Also einfach so, genau. Aber
vom Ansatz her sehr, sehr interessant, mal zu schauen, was bringt mir denn diese Weiterbildung, wenn ich 10.000, 20.000 Franken ausgebe und vielleicht 2 bis 3 Jahren auf einen großen Teil der Freizeit verzichte. Wann kommt der sogenannte ROI, also der persönliche ROI, Return on Investment, also wann ist dieser Betrag wieder amortisiert? Und das ist sehr, sehr spannend, wie schnell das grundsätzlich geht, vor allem bei der formalen Bildung, also die gesetzlich oder staatlich reglementiert ist, wie zum Beispiel ein eidgenössischer Fachausweis oder ein eidgenössisches Diplom. Da kann das zum Beispiel vielleicht 2, 3, vielleicht 4 Jahre dauern, aber sicher nicht 10, 20 Jahre, dann ist diese Weiterbildung bereits amortisiert. Und was bei dieser Lebensarbeitszeit nicht berücksichtigt ist, sind natürlich noch weitere Lohnerhöhungen aufgrund von weiteren Bildungsmaßnahmen oder eben auch vielleicht, dass man in der Hierarchie aufsteigt etc. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Wir haben das deshalb gemacht, weil diese Fragen immer wieder kamen. Ja, lohnt sich das für mich? Oder ich bin jetzt 40, 45, lohnt sich denn das für mich, eine Weiterbildung zu machen? Und wenn ich natürlich sehe, dass es hier um eine formale Weiterbildung geht und man hat das innerhalb von 3 bis 4 Jahren amortisiert, nachher verdient man einfach mehr Geld, dann ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, auch wenn man 40, 45, sogar 50 ist. Wunderbar. Herr Schmidlin, vielleicht noch eine Ergänzungsfrage zu diesem Punkt. Wissen Sie, ob dieser Return on Investment, ob sich der einfach auf den Lohn bezieht? Weil eben, wenn man eine Weiterbildung macht, je nachdem hat man ja Ausfälle, was Pensionskasse angeht oder AHV. Also wenn man es jetzt nicht berufsbegleitend machen kann, wissen Sie, ob das mit eingerechnet wird dort oder ob das wirklich rein Lohnsumme ist? Jetzt höre ich den Ton nicht mehr? Das war alles. Die Frage, ob Sie wissen, ob das einfach sich auf die Lohnsumme bezieht, dieser Return on Investment. Ja, also bei diesen Zahlen, die ich jetzt präsentiert habe, sind solche Dinge wie zum Beispiel Spesen, Lohnausfall und so weiter sind hier nicht berücksichtigt, muss ich ganz klar sagen, oder was Sie gesagt haben, eben Pensionskasse und so weiter sind hier nicht berücksichtigt. Das ist eine reine, muss ich das so vorstellen, also Sie gehen hier auf lohnrechner.ch oder salarium.ch, Sie stellen Ihre aktuelle Situation ein und anschließend drehen Sie am Regler nächsthöhere Weiterbildung. Nur das habe ich gemacht. Also Sie haben absolut recht, Herr Ruchti, da müsste man gewisse Punkte noch abziehen, wobei auch dann geht es halt ein Jahr, zwei länger. Aber die Weiterbildung hat natürlich, wenn ich die richtige Weiterbildung wähle, jetzt in diesem Sinne, einen ganz klaren Hebel. Was vielleicht auch noch dazu zu sagen ist zum Abschluss, ist noch wichtig, wenn ich natürlich solche Weiterbildungen mache und solche Berechnungen anstelle, was jetzt den Lohn betrifft, und ich switche die ganze Zeit hin und her auf der gleichen Stufe, also ich mache etwas im Rechnungswesenbereich, dort mache ich einen eidgenössischen Fachausweis, dann sage ich, okay, jetzt möchte ich mal was anderes machen und dann mache ich vielleicht irgendeinen Zertifikatslehrgang im Bereich Alternativmedizin, weil das gefällt mir, und am Schluss mache ich noch irgendwie einen Zertifikatskurs im Bereich Psychologie. Das ist natürlich dann, da kommt es darauf an, wo ich dann wirklich arbeite, das ist ganz klar, aber diejenigen, die natürlich den Weg wählen und sagen, okay, von mir aus Marketing ist mein Weg und den gehe ich und dann mache ich den eidgenössischen Fachausweis und dann vielleicht die höhere Fachprüfung und vielleicht dann an der Hochschule einen Abschluss. Das sind natürlich dann immer diejenigen Wege, die karrieremäßig am meisten bringen. Heißt aber nicht, dass man dann damit zufrieden ist. Wie ich schon gesagt habe, für mich ist Erfolg Zufriedenheit. Und wenn jemand so zufrieden ist, dass er in der Buchhaltung arbeitet und vielleicht nebenbei alternativmedizinische Behandlungen anbietet, warum nicht? Wunderbar. Vielen Dank soweit. Ich habe gerade gesehen, Teilnehmer Erhard ist wieder im Raum. Sie sind vorhin rausgefallen und hatten die Hand gehoben. Möchten Sie immer noch eine Frage stellen? Dann heben Sie bitte noch einmal die Hand, damit ich das sehe. Sie haben jedenfalls die Kamera und die... Ja, okay. Also dann werde ich Sie jetzt live schalten mit Kamera und Mikrofon. Eine generelle Frage. Die Alternative ist ja Learning by Doing zu diesen Kursen.
Das eine, was ich jetzt gehört habe, ist quasi eine versprochene Lohnerhöhung, das für eine Aus- und Weiterbildung mit durch Kurse spricht. Gibt es noch andere für oder, David, oder dagegen? Wann man eher einen Kurs besuchen sollte oder machen sollte, wann eher Learning by Doing? Oder allenfalls noch so YouTube und solche Sachen? Ich denke, es ist ja so, wenn ich auch im gleichen Betrieb bin und ich mache Learning by Doing, dann ist ja das, das kann ich ja dann bestätigen lassen, innerhalb von einem Arbeitszeugnis zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass viele HR-Verantwortliche halt eine Selektion machen, schon mal bei der Bildung. Also was ist zum Beispiel, hat diese Person mindestens eine höhere Berufsbildung in diesem und jenem Bereich, und da kommen wir vielleicht schon bereits auf die Beige A oder auf die Beige B. Learning by doing, absolut, natürlich super, und das muss man sich auch bestätigen lassen. Wir machen das übrigens sogar so, dass wir haben noch eine Partnerplattform, karriere.ch, dass wir solche Learning by Doing Fähigkeiten mit Erfolgsstories bestätigen lassen. Ja? Also das Ganze läuft so, dass man sagt, okay, die Person so und so hat jetzt neue Fähigkeiten erlangt in dem und dem Bereich und hat deshalb das und das geschäftlich erreicht. Und das fassen wir zusammen und lassen das bestätigen vom Arbeitgeber oder halt eben auch, wenn jemand zum Beispiel in einem, ich bin ja Referent, und wenn das jemand im Lehrgang macht zum Beispiel, könnte auch ich sowas bestätigen lassen. Und das Spannende ist, solche Erfolgsstories, wir haben eine Umfrage gemacht bei 8000 HR-Verantwortlichen, da haben 84% gesagt, dass sie genau solche Erfolgsstories suchen, weil alle Bewerbungsdossiers mehr oder weniger oder immer austauschbar werden. Und von daher ist das sicher ein Ansatz. Aber ich finde es wichtig, dass man das dann auch bestätigen lässt. Interessant, danke vielmals. Ja. Wunderbar, vielen Dank für diese Ausführungen. Dann würde ich Sie wieder ausschalten, Herr Erhard. Sind andere Fragen noch aufgetaucht zwischenzeitlich? Dann bitte ein Handzeichen. Das scheint nicht der Fall. Wir haben nun auch doch schon 2 Minuten überzogen. Ich weiß nicht, Herr Schmidlin, vielleicht haben Sie auch direkt im Anschluss Verpflichtungen. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das war sehr dicht und spannend. Den Teilnehmenden danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen, ich habe bereits seit einer Weile die Feedback-Folie eingeblendet. Wir freuen uns über jede Art der Reaktion. Diese Feedback-Folie bezieht sich allerdings vor allem auf die Veranstaltungen insgesamt im Rahmen der Digitaltage. Sie können das, wie Sie sehen, mit dem QR-Code erledigen oder auf www.slido.com und dort mit dem Code Hashtag LearningLab2020D Ihre Rückmeldung geben. Ich werde diese Folie auch noch mit dem Mail verschicken, mit dem Sie alle Unterlagen von diesem Webinar erhalten. Vielen Dank, wie gesagt, Ihnen, Herr Schmidlin, herzlichen Dank noch einmal für das Referat, und Ihnen allen wünsche ich einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Danke gleichfalls.